Ja, moin moin und herzlich willkommen zur Pressekonferenz in der Oldesloer VIP Lounge auf der Lübecker Lohmühle nach dem Spiel VfB Lübeck gegen SC Weiche Flensburg 08. Das Ergebnis 3:1. Der VfB Lübeck bedankt sich heute bei 2.875 Zuschauern. Dankeschön. Ja, und jetzt möchte ich ganz herzlich die Trainer der beiden Mannschaften begrüßen für die Gäste von Weiche 08 aus Flensburg, Daniel Jurgelei zu meiner Linken. Und zu meiner Rechten natürlich Rolf Lander. Und den beiden erteilen wir dann auch bitte das Wort. Bitte denkt dran, seid ein bisschen ruhig, damit jeder was hören kann, damit die Trainer sagen können, wie sie das Spiel gesehen haben. Und wir beginnen dann natürlich mit dem Gästetrainer, wie sich das gehört. Bitte ein Statement zum Spiel. Daniel Jurgelei. Genau. Also ich versuche es kurz zu halten. Die Stimmung ist ja hier sehr gut. Ja. Ich versuche es kurz zu halten. Die Stimmung ist sehr gut und ich denke mal, dass alle hier von meinem Kollegen die Worte hören wollen. Erstmal Glückwunsch an den VfB Lübeck. 3:1 gewonnen, absolut verdient. Von daher gibt es im Grunde nicht viel zu erzählen. Wir waren heute nicht der Gegner, den man sein muss für so ein Spiel. Wir waren nicht richtig von Beginn an im Spiel. Das hat man an den beiden Gegentoren gemerkt. Und wenn man als Gastmannschaft natürlich so früh 2:0 hinten liegt, dann ja, ist schwer was zu drehen. Wir haben auch in keiner Phase des Spiels annähernd zu unserer Leistung, zu unserer Form gefunden. Gründe muss man suchen. Vielleicht hat der Trainer da die falschen Worte gefunden oder die falsche Aufstellung oder falsch trainiert. Ist alles möglich. Man hat das Spiel verloren. Man muss dem Gegner beglückwünschen. Ich denke mal, dass der Stachel tief saß beim VfB Lübeck aufgrund der letzten Saison. Aber nochmal, wir haben jetzt ein Auswärtsspiel verloren. Wir haben uns versucht, da ranzuarbeiten mit 28 Punkten. Waren wir punktgleich und haben das heute leichtfertig, wirklich leichtfertig aus der Hand gegeben. Viel zu einfach für den VfB Lübeck, hier zu einem Dreier zu kommen. Und von daher ist es absolut verdient. Danke. Ja, vielen Dank Daniel Jurgelei, euch von den Gästen natürlich auch noch einen guten Heimweg bei dem Schiedwetter. Fahrt bitte vorsichtig auf dem Weg nach Flensburg. Und jetzt machen wir mal weiter mit Rolf. Bitte schön. Naja, erstens mal nehme ich die Glückwünsche natürlich gerne an. Zielbar ist, unsere Festung hier zu verteidigen, als Heimmannschaft dominant aufzutreten mit der notwendigen Emotion. Mein Kollege hat es richtig angesprochen, der Stachel saß tief, keine Frage. Man verliert letztes Jahr dreimal gegen Weiche. Im Pokal, im Elfmeterschießen und zweimal in der Meisterschaft. Klar, da will man natürlich den Spieß wieder umdrehen. Und man darf nicht vergessen, man spielt hier gegen den amtierenden Meister mit einer super Truppe. Also auch individuell und im Kollektiv sehr, sehr gut aufgestellt und immer gut eingestellt. Also es ist nicht einfach gegen Weiche zu gewinnen, ja. das will ich schon mal betonen. Deshalb freut es mich natürlich umso mehr, dass wir das heute geschafft haben. Ja, was kann ich sagen, ich will jetzt nicht den Spielverlauf nochmals wiedergeben, aber ich glaube, jeder, der jetzt aus dem Fenster hier rausschaut, ist störend, es nieselt, das war Lohmühlenfußball, das war Fight, wir haben das aufs Publikum rüberbringen wollen, wir haben das untereinander anheizen wollen und wir sind nichts aus dem Weg gegangen, wir haben tolle Tore gemacht, wir hätten vielleicht den einen oder anderen Konter noch besser ausspielen können. Nichtsdestotrotz war Weiche bis zum Schluss gefährlich, das sieht man auch anhand der Standards, nicht umsonst machen sie aus dem Standard wieder ein Tor. Also, da hinten bitte noch ein bisschen Ruhe, gell? Ich bin gleich fertig. Hallo, Ruhe! Und
Ich muss ehrlich sagen, ich hatte am Mittwoch Geburtstag und das Einzige, was ich mir gewünscht habe, jeder, der mich kennt, das sind heute die 3 Punkte. Und damit hat mich die Mannschaft wirklich unglaublich glücklich heute gemacht. Danke sehr. Ja, danke Rolf, danke auch nochmal Daniel Jürgenleit, danke an euch alle. Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Rolf, Happy Birthday to you. Ja, danke auch nochmal dafür, einfach im Namen von Rolf. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, das habt ihr prima gemacht, für die volle Hütte hier war es angenehm leise. Jetzt wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns am Freitag, den 30. November, 19.30 Uhr wieder gegen VfL Wolfsburg. Danke, tschüss!